Wir kommen heute mal wieder zu einer Folge von Diablo 3, genauer Diablo 1 in Diablo 3, weil ihr seht es schon am Screen, die Finsternis ist in Tristram eingekehrt und ja, zum 20-jährigen Jubiläum von Diablo 1 gibt es ein spezielles Event in Diablo 3, das allerdings, soweit ich es verstanden habe, nur im Januar verfügbar ist. Auch hat Anfang Januar die Season 9 begonnen und das heißt, ich werde jetzt zusammen mit euch in die neue Season starten und mal schauen, wie ich jetzt die Finsternis in Tristram irgendwie bewältigen kann und ja, auf ins Spiel und mal sehen, was sie sich da haben im Detail einfallen lassen, wie es genau aussieht, was für Hommage an Diablo 1 gemacht wird und einfach erkunden. Besonderes Ereignis. Die Vergangenheit ist in diesen Gefilden stets lebendig. Kultisten haben sich durch die Überreste von Adrias Habseligkeiten gewühlt und das Geheimnis der Erweckung ihrer Erinnerungen entdeckt. Für kurze Zeit erscheint die Stadt so, wie sie vor vielen Jahren einst ausgesehen hat. Also Erfolge einsehen. Gut, das sind die klassischen alten Erfolge von Season und so weiter. Was habe ich denn zuletzt gemacht? Am 2.7.2016, also es ist fast ein halbes Jahr her, dass ich hier zuletzt gespielt habe und Errungenschaften freigeschaltet habe. So, aktuell dürfte ich hier in der Standard sein, mit Level 70 und Paragon 520 auf jeden Fall. Aber ich möchte ja ein neues Spiel in der Season starten. So, ich habe aktuell zwei Zauberinnen. Stufe 70. Das war auf jeden Fall meine letzte Zauberin, mit der ich gespielt habe. Wir verfügen für die aktuelle Saison noch über drei Reinkarnationen. Und das ist meine erste. Momentane Spielzeit 332 Stunden. Also, Reinkarnation. Sie sind dabei, eine Reinkarnation eines Helden zu finden. Euch werden alle Ausrüstungsgegenstände und dem Inventar befindliche Gegenstände entfernt und ihnen mit Hilfe des Boss-Systems im Spiel für ihren nicht-saisonalen Helden zur Verfügung gestellt. Nach 30 Tagen wird es gelöscht. Der Held wird auf Stufe 1 zurückgesetzt. Jawohl. Saison 9. Patch 2.4 will ich mir erstmal angucken. Genau, also neue Umgebung. Erforschen Sie die Grauntiefinsel, die ewigen Wälder, lüften Sie Geheimnisse der königlichen Gemächer. War das neu? Wird die große Nephilim-Portale auf? Garantierte Sets. Ich glaube, das war schon. Genau, ich glaube, 243 ist jetzt aktuell. Okay, also Season 9. Bestenliste und Errungenschaften. Wahrscheinlich so weit wie gehabt. Da wird es jetzt nicht so spezielle neue Dinge geben. Neue Porträtrahmen, ein anderer Gefährte. Okay, auf geht's. Sie sieht ganz nackt aus in dieser Kälte. So, ich möchte Kopfgelder und Erkundung ist okay. Ja, Qual 7 würde ich an der Stelle, glaube ich, nicht anfangen. Da fange ich doch mal lieber einfach mit schwer an. Ich denke, normal muss nicht unbedingt sein, aber schwer, Profi, Profi, mach mal einen Profi. Also, auf im Profi-Abenteuermodus und Spiel starten. Spiel starten, ja, hallo? Neuer Handwerker Schmied. Wir wählen Schmied. Ja, es wird jetzt alles wieder freigeschaltet. Und ich gehe am besten gleich mal zum ersten Kopfgeld. So, mal gucken, ob ich in der Lage bin, die irgendwie zu erledigen. Oh, die reagieren überhaupt nicht. Vielleicht ist Profi doch ein bisschen zu schwer. Komm, der erste ist gleich erledigt. Jawohl, die erste Stufe. Jetzt kann ich dich zumindest schon mal konstant einfrieren. Aber ich soll eigentlich gar nicht hier oben rumlaufen und ich soll da unten rein.
Aber ich werde jetzt gerade mal noch was anderes nachschauen, weil eigentlich möchte ich ja zu diesem speziellen Event. Also ab nach Neu Tristram. Und mal gucken, was ich da herausbekomme, was ich hier irgendwie anstellen soll. Also auf zur Finsternis in Tristram. Da ist das besondere Portal. Also, auf in die Vergangenheit. Ui. Nein, ich habe die Auflösung nicht runtergesetzt, das sieht wirklich so aus. Das kann noch nicht geöffnet werden. Okay, starken Alkohol. Das ist verschlossen. Wieso ist denn das verschlossen? Der arme Griswolds. Das kann noch nicht geöffnet werden. Man ist ohne eine Mütze in der Tasche. Alles, was er hatte, gab er seinen Nachbarn. Eine Kuh! Eine Kuh! Das kann noch nicht geöffnet werden. Noch eine Kuh. Und Kuh Nummer 3? Nö. Ein Kurzschwert. Dieses Ortes ist besudelt worden. Oh, mein Mana ist ja jetzt auch lila. Genug Arkankraft. Brauche mehr Arkankraft. Ich bin jetzt noch besser. Ich brauche mehr Zeit.
habt ihr nicht gerechnet, oder? Hätte nicht gedacht, dass ich noch besser werden könnte. Unglaublich, wie gut ich bin. Ich bin jetzt noch besser. Ich brauche vor allem eine Heilung. Brauche mehr Arkankraft. Was sind das denn für unsichtbare Viecher? Verdammt. Nein. Oh, meine Ausrüstung habe ich nicht verloren. Okay. Der Teufel. Der Teufel hat mich umgebracht. Das ist bestimmt der Butcher drin. Zu dicht dran. Ups. Naja, zweimal geht's noch. Dreht er durch. Komm, ganz friedlich, ganz brav. Schön auf Abstand bleiben. Jawohl. Der Schlechter ist getötet. Nette Waffe. Da kommt gleich das nächste Vieh. Ich werde noch mächtiger. Umherziehender Held. Töte den einen der einzigartigen Gegner im Labyrinth. Schattenbiss.
Okay. Besondere Ereignisse. Töte alle vier Bosse in die flammenden. Sammle alle Seiten des Geschreibses eines Kultisten. Aus dem Vorbereitungsereignis. Oje, wo finde ich denn das? Finde Wirtsbein. Töte den dunklen Durchgang. Kammer der Knochen. Wenn du triffst mit einem Charakter der Stufe 1. Da ist noch ein Durchgang. Wo geht denn der dann hin? Dunkler Durchgang. Ah ja. König Leoric, der Skelettkönig wartet. Steht ja alles unter Wasser. Wenn Diablo 1 doch bloß nicht so lange her wäre und ich mich wirklich noch an Sachen erinnern könnte. Außer dass ich weiß, dass ich es gespielt habe. Ja, ja. Ich weiß nur nicht, ob ich Diablo 1 wirklich hier durchgespielt habe. In den letzten Tagen von König Leorics herrscht. Ihr wagt es, das Lebensfarbe in mein Grab zu tragen? Gleich bist du erledigt. Oh, no. Wir sind ja jetzt schon wieder bei 400. Ich dachte, er war schon eben viel niedriger. Ich werde noch mächtiger, wenn mich meine alten Meister jetzt sehen könnten. Ja, wirklich ausweichen kann ich den Pfeilen aber nicht. Der nächste seltene Gegner. Aber diesmal ist er schwächer.
Oh, der nächste. Genau, lauf nur weg. Dann sind meine Angriffe stärker. Nein, weglaufen, nicht hinlaufen. Eingesperrt hinter dem Tor des Blutes, jenseits der Halle des Feuers, wartet der Heldenmut darauf, dass der Held des Lichts erwacht. Es ist verschlossen. Oh. Ich kann nichts mehr aufheben. 228% Schaden. Also 56, 184 und deutlich mehr Leben. Dann auf zu den Herausforderungen. Nee. Ich habe auch noch keine sockelbaren Gegenstände. Okay, wie kriege ich jetzt diesen Bereich da hinten auf? Ah, Podest des Blutes. So, geht das. Der nächste Blutstein. Das kann noch nicht geöffnet werden. Und irgendwo ist der nächste Altar. Sehr schön. Jenseits der Halle der Helden liegt die Knochenkammer. Ewiger Tod erwartet den Frevler, der die Schätze aus dieser Kammer zu stehlen versucht. So spricht der Herr des Schreckens. Und so steht es geschrieben. Na dann, auf in die Kammer des Schreckens, um alles zu klauen, was nicht nied- und nagelfest ist. Was denn? Das ist alles? Das ist aber eine kleine Knochenkammer.
Tja, gibt's gar nicht so viel zu holen hier unten. Wird auf jeden Fall immer düsterer. Das erste Amulett. Oh, schon wieder alles voll. Okay, irgendwas Interessantes. Jawohl. Beinschutz. Das bekomme erstmal ich. Es ist heiß hier unten. Naja, es müsste jetzt die Hälfte bis Stufe 16 sein. Hey, was ist denn das? Ein wandelnder Blutstein. Oh, jetzt geht's in den Keller. Ein schwarzer Pilz. Ein erstes Rezept. Womit ich dann hoffentlich die in Altristan oder im alten neuen Tristan wiederbeleben kann. Mal gucken. Auf geht's in Ebene 10 weiter. Und schon habe ich meinen Hexenelixier, was auch immer ich damit machen kann. Aber dazu war der Pilz da. Das ist verschlossen. Scheint aber für keinen bisher zu funktionieren. Na, mal sehen, was ich mit dem Hexenelixier sonst noch anstellen kann. Eine Hinterhaltbox. Ich wärme mich gerade erst auf.
Bitte! Ah, da oben ist ein Seitengang. Ich muss ganz in der Nähe sein. Schön für dich. Mal schauen, wie schnell ich dich dann erwischen kann. Jetzt sehen könnten. 20 der einzigartigen Gegner schon erwischt. Zählen nur noch der Rest. Jetzt bist du auf Lazarus und der dunkle Fürst. Na, mal schauen. Tötet den dunklen Fürsten. Der unheilige Altar. Okay. Was war denn das für ein Teleporterstein? Unglaublich, wie gut ich bin. Die rote Lex. Ja, da lullt einen das alles vorher ein, so ganz easy durch die ganzen Keller durch und dann wupp, mitten irgendwo reingedingst. Also was war das? Buch des Lazarus. Na, ja, da wird es dann wahrscheinlich genauso so ein Buch geben, damit ich da rein teleportiere. Ja. Schwarzjade. Niemand kann mich aufhalten. Und Erzbischof Lazarus selbst. Eine ruhmreiche Entwicklung. Scheint ja richtig kräftig zu sein. Hey, wo bist du hin? Okay, du Lazi bist der vierte Endboss. Labyrinth Ebene 16. Na dann auf. Oh, noch gar keine Höllen-Layout. Das ist verschlossen. Ja, das war eine Überraschung. Eure Verteidigung ist nutzlos. Das kann noch nicht geöffnet werden. Ich wärme mich gerade erst auf. Schon wieder ein Level hoch. Thank you.
Oh, der dunkle Fürst ist da. So schnell. Oh oh. Ja, super. Der Himmel sei gepriesen. Da ist auch noch einer. So, du dunkler Fürst. Du hast meinen Templer umgebracht, du Mistvieh. Na, warte, dich kriege ich auch gleich klein. Komm doch rein. Sonst sehe ich ja gar nicht, wenn ich dich erledige. Ja, super. Ja, genau. Komm hierher. Komm hierher. Komm. Schau mich an. Ich schau dir in die Augen. Wenn mich meine alten Meister jetzt sehen. Oh. Das Ende von Teil 1. Auch nur ein Mensch. Im Himmel sei gedankt, ihr seid zurück. Ihr tretet Tristan mit einem Charakter der Stufe 1 und für den dunklen Fürsten. Hey, ich hab's ja doch geschafft. Gut, jetzt muss ich noch irgendwie das Geschreibsel der Kultisten finden. Und ein Würzbein finden. Super. Im Himmel sei gedankt, ihr seid zurück. Jawohl. Ja, soweit also der Ausflug in die Vergangenheit von Diablo 1 und ja, viel Spaß mit der neuen Season. Ich stehe jetzt auch gerade erst am Anfang. Ich weiß noch nicht, wie viel ich von der Season diesmal mitnehmen werde, weil so viel hat sich da jetzt noch nicht wieder geändert. Soweit ich es gelesen habe, wenn ihr selber in dieses Labyrinth einmal abtauchen wollt, habt ihr bloß noch bis Ende Januar Zeit und danach wird es, soweit ich weiß, wieder deaktiviert oder ist dann nicht mehr verfügbar in irgendeiner Form. Keine Ahnung, ob das später nochmal rausgepackt wird. Aber wenn, dann solltet ihr euch auf jeden Fall eben beeilen und bis Ende Januar hier mal vorbeischauen. Ja, jetzt habe ich fast gar nicht mitbekommen, was ich hier tatsächlich bekommen habe. Anscheinend einen neuen legendären Gegenstand, der dafür sorgt, dass ich fast die Kontrolle verliere, aber wahrscheinlich nur fast und deutlich mehr Waffenschaden austeile. Bis ich den auf Level 25 hochgebracht habe, dann steige ich ja in den normalen Leveln wahrscheinlich nicht mehr auf, aber
Bestimmt gilt das auch, wenn man neue Paragon-Level erreicht hat. Damit gibt es also auf jeden Fall nochmal einen wirklichen Grund, tatsächlich jetzt im Januar hier einmal diesen Dungeon zu durchlaufen, um an diesen Seelenstein ranzukommen. Weil sonst wird der wahrscheinlich nicht verfügbar sein. Also viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!